Das steht. Die wissen jetzt, wo wir sind, das ist das Dumme. Ja. Sobald wir aber die Steinhütte fertig haben, können die uns nichts mehr. Naja, dann sind wir da drin und die draußen. So, bauen wir halt zwei Türen rein. Dann kannst du auch mal woanders raus. Wo ist unser Trike hin? Haben es wahrscheinlich. Das hätten wir gesehen. Schau mal in den Triclock. Schau mal in den Triclock, bitte. Das ist definitiv tot, das hätte ich gesehen. In Triclock. Schau mal etwas weiter nach rechts, oder? Das ist halt abgehauen, einem irgendwie hinterher, aber. Ich weiß, wo die waren. Ihr habt sie selber zu uns gebracht, waren hinterm Lootstrahl. Tatsache. Da steht eine Foundation. Tatsache. Das Bett mache ich kaputt. Und ich glaube, ich weiß, ja, mach das Bett einmal kaputt und ich glaube. Die sind überrascht worden hier. Hier sind ja, lauter Loot. Ihr habt das komplett überrascht. Hier sind lauter. Die haben sich sicher gefühlt da beim grünen Lootstrahl und dadurch, dass du dort warst. Die Königsmörder sind's hier. Bringen wir mal Sedge mit und Fiber. Bewach mich mal, Danu, bewach mich mal. Ja, ja, tu ich ja. So, Bett ist weg. Aber wo ist unser Trike hin, verdammt? Da ist es nicht, da ist er nicht. Da ist übrigens auch eine Urne. Also auch ein. Okay. Ein Artefakt. Das heißt, die wollten auch damit leveln. Wahrscheinlich. Aber ich sehe unser Trike nicht. Ich sehe unser Trike nicht, ich sehe. Wo ist das hin? Ja, es kann irgendwo abgerutscht sein. Der verfolgt die Gegner noch, ja, das kann sein, aber der hätte dann irgendwann. Nein, wenn er die Gegner verfolgt hätte, hätten sie nicht so lange beballern können. Dann hätten sie sich mehr um den Trike kümmert. Ja, dann nehmen wir an, dass sie ihn irgendwo festgehängt haben. Ja, der wird irgendwo festgebackt sein. Das ist eher so das Problem, sonst wäre er schon längst tot. Weil den Trike kriegt man weg, wenn das das Einzige ist, was einen verfolgt. Ja. Scheiße, ohne Trike ist echt fies. Ja, der Trike war schon gut. Ich gehe mal zurück kurz zur Königin. Scheiße. Achso, da war jetzt auch alles drinnen, oder? Ja, natürlich war ja, alles aber drin. Die Königin lebt noch. Ja, die Königin weiß ich, lebt. Die habe ich ja da richtig. Abgestellt. Die habe ich ein bisschen um die Ecke ins Gebüsch reingezogen. Ja. Fuck. Der ist irgendwie so bergan. Ich muss jetzt mal kurz runter zum Wasser. Ja, bring mir einen Wasserbeutel mit. Scheiße. Warte, ja, ich glaube ich nehme mal einen mit. Ja, nimm mal reichlich mit, soweit es geht. Ich weiß nicht, wo das Trike hin ist. Sue meint, der ist bergauf gelaufen. Sie hat ihn am Kampf noch gesehen. Ja, am Bildschirmrand. Hab ich auch. Dann wartet kurz, ich hole mal Wasser, aber ich verdurst sonst demnächst. Das bergauf hatte ich auch noch im Kopf und ich bin ja auch jetzt hier bergauf gegangen. Jetzt kommt Nebel, super. Nur so weit bergauf. Nebel ist ideal. So weit bergauf. Wenn wir jetzt was suchen wollen. So, ich habe jetzt 4 Wasserbeutel voll. Da kannst du uns eine Kiste oder sowas hinstellen. Mhm. Weil ich würde gerne mein Zeug loswerden und dann kurz nach oben Richtung Trike suchen gehen. Jo. So, Wasserbeuteln sind einmal 3 drinnen. Ich habe euch heute alles reingegeben. Und ich gehe. Oh ja, wo bist du hin? Ach, ich sehe dich. Ich gehe in die gleiche Richtung. Nur pass auf, ich glaube, weiter rechts sind die 3. Ich glaube nicht, dass von denen noch viel übrig ist. So wie die Basis aussah. Meinst du, die hat eine böse Überraschung? Ja. Da war nichts mehr. Ich glaube, ihr. Da waren alle, ja, alle Sachen. Ja, die haben eher zerstört, weil sie uns entdeckt haben. Denke ich. Dann hätten sie doch ein bisschen was mitgenommen. Hatten sie die Zeit nicht. Sie wollten nur schauen, dass das wir nicht entdecken, glaube ich. So, kurz Stamina regenerieren. Geht wieder. Ne, das ist ja ein Kilo. Also ich habe gerade im Tri-Block geguckt, da ist nichts vom Trike. Aha. So, die Hütte ist fast zu. Schön, schön. Es fehlen noch eine Wand, beziehungsweise ein bisschen mehr, falls wir noch ein Dach drauf bauen wollen. Ja, ich hau dir noch ein bisschen Stein hier raus. Danu, du suchst den Trike ein bisschen. Ja. Okay. Warte über nicht, dann versuche ich hier noch ein bisschen. Was los? Skorpion, nichts Schlimmes. Okay. Hast du sicherlich Bolas dabei, oder? Ich habe Bolas, ja. Achso, ja.
Hier sind noch 37 ja. Steine, Xa. Ich baue mal so eine Kiste auf. Jetzt, wo wir keinen Trike mehr haben. Eine Bohle habe ich noch. Danke, dass du das sagst. Achso, da müssen wir aber ja, zwei hochbauen, wenn ich die Kiste aufbaue. Egal, dann reißen wir sie wieder ab. Zur Not, ich nutze das jetzt mal als Zwischenlager. Verdammte so. Hacke, ey. Ja, aber oben würde ich sagen, machen wir nur Holz drauf, oder? Ja, mach ruhig. Holz oder Thatch wegen mir. Also sie sind definitiv nicht den Weg entlang. Nee, das hat schon zu wenig. Weil ich war jetzt schon halb oben beim Tempel. Da oben ist keiner. Was macht man da? Jetzt mit dem Trike. Wir könnten jetzt verzweifeln. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ganz extrem sind und wir rennen da hoch? Ja, dann sind wir die Gejagten sofort. Naja, wir können dann runter und uns dort irgendwo ein Häuschen aufbauen. Ja, aber wir müssen denselben Weg wieder runter. Und da wissen sie dann, dass sie uns auflauern können. Ich halte das für eine sehr schlechte Idee, ohne Trike da hochzugehen. Aber dass der einfach weg ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Leute, wie gesagt, ich suche ihn immer noch, aber ich sehe absolut nichts von ihm. Da, wo ich gedacht habe, ist er nicht. Allerdings sind die ja auch nicht da lang. Das heißt, die sind wahrscheinlich nach rechts abbogen. Ja, kannst du dem mal einen kleinen Schubs geben? Moment. Punkt rein, Dodo. Oh, eine Rampe. Gut, Stamina regenerieren. Mussten nur abpfeifen, der will immer noch. Naja. Ja. Gut, ich komme dann langsam wieder runter, gebaut. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Ich gehe jetzt doch schon mal runter in den Wald. Vielleicht haben sie ihn doch irgendwie wieder runtergelockt. Komm her, du, Blödvieh. Ich verstehe. Da unten ist ein Rex. Oh, nett. Legen. Am Fluss ist ein Rex. Wollen wir den zählen? Direkt bei uns? Direkt bei uns. Wir können den irgendwie in die zur Hütte locken und da rausballern vielleicht. Ja, ich glaube, der beißt durch, oder? Weiß ich nicht. Direkt beim Fluss. Also ich würde es nicht riskieren wollen. Puh, okay. Aber es ist auch die Chance also, auf den Rex. Also, ja, natürlich, aber ich würde nicht bei der Hütte machen. Ich würde uns irgendwo auf einen Felsen stellen und dann schießen. Ja, okay. Weil da ist es egal, was für ein Level, also. Ich hab so fährt. Echt? Dann reißt die Tür kurz weg. Gib mir jetzt mal einen Schubs. Nee. Reiß mal die Tür weg. Na gut. Mauern ja, so nee, ein, wir müssen ihn ja auch wieder rauskriegen. Ach so, ja, gut, ja. Ja, dann nimm mal auf Follow und zieh ein bisschen weg. Komm her, Heinz. Komm, da müssen wir halt hier parken, außerhalb der Hütte, was soll's. Wir parken den unter der Hütte hier, kurz. Genau, unter der Hütte könnte man machen. Komm mit. Ja, ihr blödsinnigen Insekten, lasst mich in Ruhe, interessiert mich gerade nicht. Ja, da kannst du stehen lassen. Habe ich schon gesehen. Gut, ich finde euch schon noch wieder. Ah, okay, da bin ich. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Ich brauche jetzt noch einen zweiten Bogen wieder. Dafür brauche ich Wood und Fiber. Hast du davon noch was, Xa? Ich habe noch einen Bogen über. Dann tät ich ihn nehmen direkt. Ich bin gleich bei euch, nicht schrecken. Muss nur einmal noch Stamina regenerieren. So, liegt im Schrank. Ich wollte eben was noch ab. Wo ist denn da der Eingang? An der Seite, beim Busch, ja. Ach da! Und dann brauche ich ja, noch Hide wieder. Versteckt. Ich habe ein bisschen eingesteckt, meine Rüstung ist ganz schön kaputt. Ja, gebe ich dir gleich, Moment. So, ich muss mal jetzt mal... Ach, da ist noch Hide, ich habe Hide, alles gut. Repair, wie sieht's mit den anderen Sachen aus? Das kann ich auch mal reparieren. Ich hab ganz gut eingesteckt. Was ein Glück, dass wir doch schon taugliche Rüstung hatten. War eine grüne Schrift am Wasser. Links, Strike. Moment, ich muss nochmal zurück, sorry. Dann, Vorsicht, beim Wasser ist der Rex, ne? Ja, aber ich war ja ein bisschen weiter weg. Was sagst du? Dürfte ihn komplett übersehen haben, Moment. Links am Wasser. Wo habt ihr da eine grüne Schrift gesehen? Ah, ich hab ihn. Sehr gut. Danke, Leute, ihr seid spitze. Wir haben aber Unterstützung hier, das ist fies. Okay, Leute, wir müssen den Rex legen, es wird Zeit. Moment, ich bringe nur mal den Trike zurück. Die haben ihn wirklich eingeklemmt, das heißt, die sind runter zum Fluss. Mhm.
Also ich habe 24 Pfeile, meinst du, das reicht? Ja, müsste reichen. Ich habe 18. Je nachdem, was es für ein Level ist halt. Danu hat ja auch noch 20. An welcher Stelle seid ihr? Mehr rechts oder mehr links? Ich bin noch beim Haus. Ich bin noch beim Haus. Ist an mir vorbei gedoubled. Aber irgendjemand hatte doch noch die Narcotics. Ach, der Trike hat die. Im Trike sind noch Narcotics. Da können wir gleich noch welche bauen. Der Trike ist auf jeden Fall bummvoll. Ich komme, er braucht nur gerade Damina, warte. Hab da Stein drin gehabt im Trike. Nee, er kommt schon. Wo bist denn du überhaupt, Danu? Da. Ja, da. Beim Haus jetzt. Beim Haus, dann kommen wir. Ach, den haben die in eine ganz andere Richtung. Okay, dann ist gut. Dann ist er vom Rex weg gewesen. Hat mich jetzt eben auch gewundert, dass die gemeint haben, zurück, du bist vorbeigelaufen. Habe ich mir gedacht, da habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er war. So, ich baue jetzt nochmal 24 Narcotics, 24 Narkosepfeile. Und ich habe 20. Legt mir mal bitte Flint, Thatch und sowas rein, dann baue ich mir auch noch ein bisschen... Guck mal in den Schrankwand, da hatte ich jetzt alles reingeschmissen, was ich so dabei hatte. Ich baue jetzt einfach auch nochmal so 56 Pfeile reichen. So. Also ich habe 20 Betäubungspfeile. Ich leg gleich nochmal... So, 15 sind nochmal drin. Wer noch wenig hat, nimmt sich. Ich komme dann jetzt auf 26. Notfalls müssen wir den Rex tatsächlich mit Narco-Berries machen, wenn wir ein bisschen weiter betäuben wollen, aber das ist wichtiger, dass wir die Pfeile haben. Ja, ich habe mal die Hälfte genommen, nimm du den Rest. Soll man den Trike mitnehmen, dass er zur Not tankt? Oder lass man hier? Wie viel Leben hat er noch? Der schaut nicht besonders gut aus. 1400 hat er nur noch. Der einen Rex getankt bekommt. Nicht lange. Ich würde eher sagen, nein. Notfalls haben wir da ein Bett zum Respawnern. Und der erste stellt das nächste Bett hin, aber es stehen schon zwei und ich kann auch gleich noch ein drittes hinstellen. Okay. Dann würde ich sagen, riskieren wir es so. Okay, dann kommt beieinander. Wo seid ihr? Ich bin beim Trike noch. Ich bin beim Trike. Ich komme auch gleich. Ich baue noch kurz ein paar Wände. Ja gut, der Rex ist nicht ewig da. Wir müssen jetzt wirklich mal hin. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch da ist. Ich will nur die Base so weit sicher kriegen, dass da erstmal keiner was kann. Stellen wir die auf passiv, damit sie nicht anschlagen? Nee, die müssen sich verteidigen, wenn hier jemand an die Basis geht. Okay. So, also dann. Der Rex ist weit genug weg. Ja, er war hier hinter den Felsen, also es ist nicht weit. Komm, Xar, jetzt bitte. Ja, ich bin auf dem Weg. Da unten am Wasser. Das am Boden meinte ich, das sind zu Ruinen. Aha, da war ich vorher Wasser holen, da hatte ich Glück. Ja. Da war er noch nicht da. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Oder wo. Ich war nur blind. Er war so felsgrau, also gut sehen tust du nicht. Da vorne, nee, ist er nicht. Ich sehe ihn. Seht ihr mich? Ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Ah, ich sehe irgendwas. Vorne am... Ah ja, das ist ein Rex. Oh, das ist aber ein hübscher Rex. Der kämpft aber gerade. Oh, wohl, dann sollte er klein kriegen. Was kämpft denn der? Mit einem Akentavis. Okay. Vorsicht, rechts oben am Berg sind noch Akentavis. Also, eigentlich da, wo gerade steht, wenn man da... Also, rechts auf dem Stein. Also, da kommt er hoch. Da kann er schon hochkauen. Hier der Stein ist gar nicht so schlecht. Wir müssen ihn halt irgendwie verkeilen. Lass uns mal. Er muss auf jeden Fall gegen die Felsen laufen. Das heißt, wir müssen von hier ballern. Oh. Hier verhangen wir uns selbst vor allen Dingen. Warte mal. Lass mal schauen. Hier. So. Genau, hier rüber. Das sollte gehen. So. So, hä? Ich schieße ihn mal mit einem normalen Pfeil an. Wir haben hier so wenig Tranks. Wo ist er jetzt hin? In einen Stein. Super. Gucken, treffe ich ihn. Wobei von hier. Ah, ich sehe ihn. Moment, ich versuch's. Er kämpft gerade noch mit einer Säbelzahnkatze. Wow. Also hier oben wird's lustig. Hast du ihn? Getroffen. Ja, ich habe ihn getroffen, aber er hängt da. Obwohl, ne? Vorsicht, Katzen! Katzen! Betäubung oder normale? Normal. Nimm den Speer. Irgendwas hat mich. Aha, ja, Katze. Ich bin da festgekeilt. So, ein Sabertooth ist down. Alle bepolert. Ja. Der ist tot, okay. Noch einer? Ja. Bin fast tot. Ah, ich kämpfe mal mit dir. Komm her, du Mistvieh. Rüber nicht, du blödes Mistvieh, blödes.
Ah, gebollert. Level 9 und hält so viel aus. Wahnsinn, wie viel Leben der hatte, gell? Ja. So, jetzt haben wir nur ein Problem, jetzt immer wieder unten und der Rex ist da vorne irgendwo. Also gut. Der Rex ist immer noch da vorne, ja. Hat er sich da verhangen oder nicht? Nein. Hat sich nicht verhangen. Der haut einen Baum. Nein, der haut einen Baum nach. Achso, jetzt schau doch. Aber das, da ist ein Hoher. Da kommt aber hoch, denke ich. Magst du es probieren? Also hier kommt er hoffentlich nicht hoch, obwohl die Katzen hier hochkamen. Er hat mich, er hat mich. Okay, ich habe die Narkosepfeile. Seid ihr oben auf dem Stein? Ja. 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 Ich renne hier zwischendurch, das soll doch nicht lang kommen. Ja, er hängt. Ich hab ihn getroffen, so passt's. Ach. So, langsam schießen, damit die Narkose nicht vergeudet geht. Und denkt dran, wenn er abhaut, dann wird er wahrscheinlich Richtung Wasser gehen. Das heißt, dann müssen wir ganz schnell nach links rum. Ja. Oder wir gehen. Kommen wir ein bisschen weiter runter? Er rennt. Jetzt rennt er. Autsch, das war keine gute Idee mit meinem Leben. Egal. Denk dran, der dreht. Er kommt, glaube ich, wieder. Er dreht schon wieder. Dreht gerne um. Nein, jetzt hängt er da drinnen am Felsen. Obwohl, im Wasser sauft er ja nicht, oder? Doch, doch, doch. Doch, wenn er tief genug liegt, schon. Den müssen wir rumlocken wieder. Lauf mal ein bisschen weiter links. Ja. Nur dann. So, jetzt haben wir doch. Ja, ist er raus. Nein, er rennt. Ja, er rennt, aber er ist aus dem Wasser. Ja, das schon. Ich nutze mal die Chance zu trinken. Also so rennt er uns Eskator hin. Ja, mitten in den Schneebiom rein. Er kommt! Nein. Er hat da hinten zwei Katzen. So, ja, super. Oh, wenn er die zerlegt. Oh, ich glaube, die zerlegen den. Das sieht schon echt angefressen aus. Ja, vor allem zerlegen uns die Katzen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können es ja wohl an. Achtung, kommt wieder. Ja! Ich bin jetzt gleich. Hups. Außer ich hänge ihn ab. Ich glaube, er hängt, oder? Ne, was soll ich nicht hab sehen? Die Katzen, ich mach die Katzen tot. Wenn dann zu mir lockt, kann er hier essen. Meint ihr, er kriegt ihn hier hin? Er ist im Flüchtmodus und hängt drüben an der anderen Wand. Aber da könnten wir ihn legen. Schieß mal noch ein bisschen drauf. Ich hoffe, er kratzt nicht ab. Ich kümmere mich noch ein bisschen um die Katzen, obwohl die ist, glaube ich, hops, die Katze. Oh, er dreht, er kommt wieder. Oh, weg. Ich versuche mal. Der haltet nicht mehr als ein, zwei Pfeile aus, der ist dann tot. Ja, das ist das Problem an der Kiste. Ich habe hier eine tote Katze liegen, aber wir kriegen den nicht mehr zu uns gelockt hier, oder? Nein. Ja, unwahrscheinlich. Der sieht jetzt Xals gut an. Ja, ja. Dann soll er sich an dem satt fressen. Xa, opfer dich! Nein. Sehe ich gar nicht ein. Wollen wir es weiter probieren? Also, ich habe mich jetzt festgehängt. Ja, aber er wird sterben. Scheiße, hier ist die Katze. Nö! Jetzt sieht er mich als Futter an. Warte mal, die Katze hinlegen. Die Katze hinlegen. Wenn du sie kreuzt? Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Bring den her. Bring den nach unten zum Fluss. Das ist doch bei dir. Der Rex ist hinter dir. Ja, aber er kommt jetzt zu dir. Ja. Nee, nein, er haut irgendwie so halb ab. Er ist immer noch an dir irgendwie, aber ich versuche ihn zu holen. Moment. Hey, du Arsch. Komm her. Nicht mehr schießen. Nein, ich schieß nicht. Irgendeiner hat gerade noch geschossen. Weil solange wir schießen, bleibt er im Fluchtmodus, ja. Also wenn man weiter schießt, ist das halt so. Aber jetzt haut er nur noch ab. Mhm. Nochmal rennt er schnell den Berg hoch. Ja. Runter, Junge, runter. Andere Richtung. Komm. Beide können Kumpels werden. Hm? Wie wär's? Oh Mann. Bist du wieder aggro? Nee, jetzt geht er wieder runter. Genau, da sollst du hin. Da ist gut. So, bergab. Und da irgendwo liegt die Katze. Ich weiß noch nicht mehr wo. Er kommt wieder runter. Noch weiter. Jo, sehen. Hat er die Katze? Ja. Läuft er richtig? Nicht. Irgendwo liegt sie. Ich weiß nicht wo. Oh oh.
macht er Es läuft ja genau zu unserer Hütte. Oh oh. Nicht ehrlich. Nee, zu mir. Er kommt. Ja, zu mir. Ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Ja, er kommt zu euch runter. Wo ist die Katze? Verdammt, wo lag die? Wo ist er jetzt hin? Er läuft außen rum. Kommt genau auf dich zu, Danu. Oder? Nee, doch da nicht. Unten irgendwo am Ufer lag die Katze, ja. Ich fürchte er hängt fast. Jetzt schön am Stein. Ja, er hängt immer wieder sehr schön. Es ist, ich glaube, die tote Katze ist schon wieder despawned, oder? Zu schnell. Achtung, Danu, nee, Koya, hinter dir. Ja, ich habe nur keine Katze. Ich sehe keine Katze. Nein, ich meine nicht die Katze, sondern nur Rex ist hinter dir. Oh, scheiße, Sackgasse. Oh ja, dann opfer dich. Nein. Ich hab Akku von ihm. Aua. Ach komm, jetzt ballern, was soll's, wir verlieren hier Zeit. Entweder wir schaffen's oder nicht, ich mach ganz langsam, ja? Ja, mach du alleine. Ja, dann mach du alleine. Oh, hallo. War doch schnell ab, oder? Ja, zur Hütte. Na, es rennt doch gerade unsere Tarnung um. Ist wie. Ich hätte da ein totes Viech, einen toten Adler. Ja, schön. Ich habe gleich einen toten Koja, wenn das hier so weitergeht. Wir wollen keinen toten Koja sehen. Ich habe den Rex verloren. Wo ist er hin? Der noch. Soll ich weiter drauf schießen? Ja, mach du. Ich sehe ihn nicht. Aber der fliegt glaube ich, gerade wieder. Ja, der ist die ganze Zeit in Flucht. Ach, da. Na, ja, super. So ein Vogel ist schwer. Ach du Gott, hier unten ist... Alter, was? Was denn? Der rennt und rennt und rennt. Jetzt steht er. So, ich opfer mich dann gleich einmal. Danu? Ja? Mach keinen Scheiß. Er liegt. Nein, eh nicht. Echt? Ja. Oder betäubt? Betäubt. Aber ich bin hier an einer ganz, ganz doofen Stelle. Und ich habe da einen Agendavis Level 27 am Hals. Wo bist du? Ein Hangarstück hier hoch. Ich hab. Echt kann mein Problem, Schild aber nicht Leute. Mehr runter tun. Okay. Werde ich nicht. Ja, da haben die doch direkt neben uns gesiedelt. Also da bin ich ja noch irgendwie immer nicht drüber weg, dass ich da quasi also direkt bei denen vorbeigelaufen bin, als ich zum grünen Lutschstrahl war. Und wie schon im Wald, das finde ich so faszinierend. Ganz am Anfang waren wir ja auch, da waren auf einmal drei Tribes auf derselben Stelle im Wald. Und hier jetzt auch, dieser Vulkan ist riesig, ja, ein Wahnsinnsgebiet. Und wir siedeln quasi gefühlt 5 Meter voneinander entfernt. Das ist irgendwie echt krass. Das ist schön, also das genau so habe ich es mir vorgestellt, dass man eben zwangsläufig immer wieder aufeinander trifft. Dass es so gut klappt, hätte ich nicht erwartet. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen und deren Lager ist ja nun hinüber. Keine Ahnung, wohin die jetzt verduftet sind. Sie sind ja irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Scheinbar haben wir sie doch irgendwie in die Flucht geschlagen. Das Trike endlich wieder gefunden, sehr positiv das Ganze. Und jetzt haben wir auch noch einen Rex gelegt. Also ich denke mal, ja, doch, läuft. Also von daher... Hoffentlich geht es so weiter in den nächsten Folgen. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.